Willkommen zurück zu Pokémon Uranium. Wir sind im vierten Kampf oder kurz davor in der Pokémon-Liga. Wir wissen ja alle, nach dem vierten Kampf kommt noch der Champion. Aber Pokémon Uranium ist anders. Nein, ich bin nicht bereit. Warte. Der benutzt Eis-Pokémon und Drachen-Pokémon. Das weiß ich. Ah, jetzt. Was habe ich gegen Eis und Drachen? Eis und Drachen. Ich habe Nukleon. Nukleon ist grundsätzlich erstmal eine gute Wahl, aber die sind Level 70 und ich weiß auch, die sind relativ schnell. Ich glaube, Achilles ist an erster Wahl heute mal gar nicht so schlecht. Wir speichern mal. Ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn man hier die Pokémon-Liga, die vier Gegner besiegt hat, die hier normalerweise immer die Top 4 sind. Hier ist es einfach nur ein Turnier, so wie es in der Serie zum Beispiel auch ist. Es ist kein Spieler kämpft gegen die Top 4, sondern Spieler kämpft erst durch ein Turnier und anschließend wird der Champion bestimmt. Hier sind wir, Runde 4 der Semifinale. Ich dachte, wir sind nach dem Kampf durch. Semifinale, ist das das Halbfinale? Oh Junge, ist das schwer zu sagen. Nur 4T. Nein, tatsächlich. Nach diesem Kampf wird der Endkampf bestimmt. Nach diesem nur 4 Trainer bleiben übrig in der Arena. Das sind ich, das ist der Wikinger vor mir. Höchstwahrscheinlich Theo und sein Gegner. Und nach diesem Kampf sind noch 2 Leute übrig. Und dann kommen wir zum Finale. Wow. Ich bin wirklich gespannt. Und sollten wir das hier nicht schaffen, ich werde laden. Glaub mir. Ich werde... Die Power der Drachen. Ja. Roar! Here, a battle cry! Und weil wir es nicht anders kennen... Warte mal. Man will ja schließlich nicht übersteuern, ne? In der rechten Ecke, der Arenaleiter, der 8. Arena. Ich hab vergessen, wie der heißt. Bray! Oder so, keine Ahnung. In der linken Ecke, der Held von Tandor, Sieger der 8 Arenen. Derjenige, der die Nuklear... Ach, scheiß drauf. Let's get ready to rumble! Mal sehen, wie sich davon nerven lassen. Sieht echt aus wie so ein Wikinger, ne? Ist sogar wie so ein Wikinger-Häuptling. Mal gucken, was kommt. Dunseraph! Ein Dunseraph. Eine interessante Wahl, weil... Scheiße, wir haben die falsche Wahl getroffen. So, wir versuchen einfach mal den Dragonclaw. Wir sind hier kein Drachen-Pokémon, das heißt, wir machen wenig Schaden gegen den. Der kann es aber mit... vielleicht hat er Hydro-Pumpe drauf, das wäre scheiße. Ich weiß nicht, ob der vielleicht Hydro-Pumpe kann. Wir machen aber gut Schaden. Das war auch ein kritischer Treffer, okay. Was war das? Aerial Ace. Mach mich nicht platt wie immer. Oh, er tauscht. Alpico. Mein Freund. Das war die mit Abstand schlechteste Wahl, die du in deinem gesamten Leben hättest wählen können. Denn den wanted ich. Ich habe gesehen, er hat sich gegen die Drachenklaue geschützt. Ich benutze aber kein Drachen-Pokémon, ich benutze ein Feuer-Pokémon. Oh, das war... Er hat mir gerade quasi ausgeliefert. Andrit. Ich gucke gerade nicht in den Wiki nach, ich habe es zwar offen, aber was war mein Andrit? Andrit. Ich weiß, er benutzt Eis-Pokémon und Drachen-Pokémon. Ich wechsle mal nicht. Gute Wahl. Sehr gute Wahl, wir sind nämlich schneller. Anderind. Er ist die physisch starke Form. Der andere ist halt die spezial starke Form. Dunseraph! Ja, wisst ihr was? Da wechseln wir doch mal ganz kurz. Weil, wenn Dummiesel sich zu Dunseraph weiterentwickelt, ändert sich sein Typ von normal auf Dracheflug. Das heißt. Er ist normal schwach gegen Elektroattacken. A. Und B. Er ist total meinem Dragon Pulse ausgeliefert. Und das hat jetzt gerade so gemerkt. So, was hast du noch? Pfaffninter ist ein Drachen-Pokémon. Pfaffninter ist langsam. Pfaffninter sollte mir wieder ausgeliefert sein. Aber er ist auch Eistyp. Das heißt, wenn er das überlebt, habe ich ein Problem. Blizzard. Ja, okay. Warte, was? Blizzard?
Muss ich leider so akzeptieren. So, jetzt ist es interessant. Wir haben noch den Blitzsturm noch an. Der Donnersturm ist noch an. Das heißt, mein nächstes Pokémon muss der hier sein. Einfach, um halt der Elektrizität zu widerstehen. Gar kein Problem, denn wir haben noch Dragon Claw und wir sind schneller, deutlich schneller als der. Aber ich weiß, der hat ja noch ein, wie heißt das Drecksvieh? Ampharos, was ein Mega-Ampharos werden kann. Frostra. Käfer Eis, er ist absolut, er ist mir absolut ausgeliefert, meinem Flammenwurf. Einfach vierfach Schwäche, das gibt's einfach nicht, wie dumm der ist. Okay, es war nicht dumm. Es ist ein cooles Pokémon irgendwie, nicht wahr? Ich meine, es ist... Ja gut, Motra ist ein sehr, sehr starkes Feuer-Pokémon. Und das ist einfach nur ein gutes Eis-Pokémon. Das ist alles. Jetzt wird's gespannt. Jetzt kommt Ampharos. Ampharos ist langsam. Sollen wir uns mal einen kleinen Spaß erlauben? Ich wollte mir gerade einen anderen Spaß erlauben, aber ich finde diese Idee hier gerade viel besser. Wir haben an das hübsche Band, glaube ich, ne? Das bedeutet Moonblast. Okay, er entwickelt sich nicht mega. Interessante Wahl. Ich habe gerade seine Mega-Entwicklung aufgehalten. Und natürlich die Donnerattacke. Oh fuck, der Donnersturm ist gerade auf seiner Seite, ne? Du dachtest ja wohl, jetzt wird mich mein eigener Donnersturm nicht besiegen. Da hast du falsch gedacht, mein Freund. Ich habe ihn erschaffen. Ich habe ihn beendet. Entschuldigung. Varian hieß er. Beeindruckend. 7700 für den Sieg. I see you command your Pokémon with great intelligence and respect. Ich verstehe. Du befähigst deine Pokémon mit großer Intelligenz und Respekt. A lesser trainer could not have triumphed against us. Ein weniger guter Trainer hätte nicht gegen uns triumphieren können. I must bow to your superiority. Ich muss mich deiner, oh Gott, wie übersetzt man Superiority? Superiority. Deiner Übermächtigkeit ist das falsche Wort. Er verbeugt sich halt vor uns dafür, dass wir der stärkere Trainer sind, dass wir der bessere sind. And the winner is Drago! Congratulations, and the winner is the final. Bla 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 bla. Ratet mal, the winner will be crowned champion of. Oh, der nächste Sieger wird der Champion von Tarnow. Ratet mal, wer das sein wird. Schreibt's in die Kommentare. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und aus. Ich sage meinen Tipp. Mein Tipp ist Theo. Wie auch sonst. Sie haben nicht gesagt, wer der Nächste sein wird. Oh, spannend, 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 spannend. 182 Pokémon gesehen, das ist eine ganze Menge. Gibt es 200 Pokémon in dieser Edition? Ich hoffe es doch. No. Wer ist vorne? Achilles ist vorne, ich möchte... Oh Gott. Unser nächster Gegner wird sehr, sehr stark sein. Ich glaube... Oh, das könnte echt Wenn ich mit dem Donnersturm starte, habe ich einen Vorteil. Der Nachteil ist allerdings, dass er seinen Wasserstarter starten könnte. Und das ist diese dreckige Schnecke, die Wasserboden ist. Dann hätte ich einen Nachteil wegen dem Bodentypen. Und weil ich nämlich keinen Flugtyp oder Schweben habe, werde ich getroffen. Dagegen würde mir Codeless helfen. Aber was ist, wenn ein Eis-Pokémon startet? Ich glaube, Nucleon wird wie immer eine sehr, sehr gute Eröffnung sein. Und ich verlasse mich auf mein Nucleon. Ja, starten wir. Was ist, wenn ein Stahl-Pokémon anfängt? Bus, neue Arena. Wir sind in der... Ja, guck mal, es ist Theo. Wer auch sonst? Meine Fresse, wer hätte das erwartet? Niemand. Jeder. Alle hätten es erwartet. Dass er es mal so weit schafft, dann wird er immer rumgeheult. Warum ist Trag immer der Bessere als ich? Nur weil er den bevorteilten Starter hatte. Und so eine Kacke, okay. Ich muss dafür einen Ansager machen, weil jetzt kommt nämlich der epische Endkampf. Ich bin gerade echt heiß da drauf und ich will das gewinnen. Ja, kommt, ey, sein Gang, den müsst ihr nicht so ausmachen. Herr Drago, I don't look too surprised to see me. Du siehst nicht überrascht aus, dass du mich siehst. Irgendwie nicht.
I got that, and I fully expected to be facing you. Ich war der festen Überzeugung, dass ich dich hier sehen werde. Du und ich kämpfen um den Titel des Champions. Irgendwie scheint es, als würde es sich anfühlen wie ein Schicksal, oder? Na, eher wie ein Skript. Das war ziemlich gemein. Cheesy. Was ist cheesy? Keine Ahnung. I'll admit, we've tough. Wir haben eine Menge zusammen geschafft. We got our starters at the same time. Wir haben zur selben Zeit unsere Starter bekommen. Wir haben gekämpft. Und wir haben zusammen ein gutes Team gemacht. Mehrmals sogar. Erinnerst du dich an die Kometenhöhle? Ja, leider. Ich erinnere mich daran, dass ich weitergehen wollte und du mich aufgehalten hast und ich da nicht rein konnte. Gucken konnte, was am Strand ist, weil du mich da reingezogen hast, du Dreckskerl. It feels like so long ago. Und das genau wissen wir, ich stehe jetzt ungefähr einen Monat her. Ja, wir sind bei Folge 59 vielleicht? Sogar 60 könnte es sein, wow. And here we are at the end. Drago. I gotta be honest. Ich war immer neidisch. Und hier enden wir nun zusammen. Drago, ich möchte ehrlich zu sein, ich war immer neidisch auf dich. Ich dachte, die Leute behandeln uns verschieden, weil du älter bist. That was probably part of it. Das war möglicherweise ein Teil, auch Grund. But you were always more mature too. Aber du warst immer deutlich erwachsener. Ganz ehrlich, was ist nerviger als ein 10-jähriger Junge, der sich total erwachsen gibt? Er ist klugscheißerisch, besserwisserisch, was das Gleiche ist, er nervt. Er tut so. Denn ernsthaft, man möchte so ein Kind gerne eine klatschen. Ein 10-jähriger Junge sollte ein 10-jähriger Junge sein und kein 10-jähriger Erwachsener. Umgekehrt hingegen, Männer dürfen wieder Kinder sein. Mann sein ist großartig, ja? Kind sein ist scheiße, Mann sein ist großartig. Na gut, Kind sein ist auch gut. Du kannst, du darfst zugeben, dass du Pokémon gerne magst. Die Serie ist übrigens scheiße. Ich guck gerade die Staffel, aber nicht die aktuelle. Ich guck gerade die Serie, aber ich denke immer so. Warum hat er ein unglaublich starkes Sachen-Pokémon und verschenkt es einfach, dieser Idiot? Zum zweiten Mal. Zum wiederholten Mal verschenkt er seine stärksten Pokémon. Ash ist ein Kack-Noob und er wird niemals. Er lässt sich immer von Anfängern besiegen. Ja? Habt ihr euch mal die ersten Folgen von Schwarz und Weiß angeguckt? Sein Level 255 Pikachu verliert gegen Level 5 Starter-Pokémon. Was zum Teufel? Ash ist ein verdammter Versager. Ernsthaft? Ash ist ein Versager. Der größte Versager überhaupt. So, genug über diesen kleinen Spaß, der abgelästert. Ich hoffe, er liegt wirklich im Koma. Und reicht nicht. Hat er verdient, Pisser. Etwas. Overwatch wurde aktualisiert. Ist jetzt spielbar. Dankeschön. Interessiert mich gerade gar nicht. That was probably part of it, but you were always. Ah, okay. I think that was what they saw. Ich denke, das haben sie nicht hier gesehen. It took so long for me to learn how to control my emotions like you do. Es hat mich so viel Zeit gekostet, zu lernen, meine Emotionen zu kontrollieren wie du. To not run away when I'm afraid, not to take reckless risk, just to prove I could. Nicht immer wegzurennen, wenn ich Angst habe, nicht rücksichtslose Risiken einzugehen, um mich zu beweisen, was ich kann. Du hast mich inspiriert. Ich habe alles kopiert, was du tatst. Sogar als wir noch Kinder waren. Leute, ihr seid Kinder. Ihr seid 10 und vielleicht 9 Jahre. Du bist mein Idol. Mein Rivale. Wir haben viele Male gekämpft. Du hast sogar mein Leben gerettet. Drago, wegen dir. Bin ich einer der stärksten Trainer in Tandor geworden. Aber ich bin damit fertig, dir zu folgen. Von hier an und von hier und jetzt an werde ich meinen eigenen Weg folgen. Mit all meiner Stärke und meinem Vertrauen in meine Pokémon. Ich denke, ich kann dich besiegen, Drago. The rules of the champion round are the same as before. No items may be used other than what the Pokémon already hold. The battle will continue until either side has no Pokémon left that can fight. If both trainers are... Whoa! Plot twist! Warte mal, haben wir nicht jemanden vergessen? Hey! I thought this arena was secure. I mean, I know it's literally the top of an active volcano, but what's going on? Warte. Das
Es ist ein legendäres Pokémon. Unmöglich. Kann es sein? Akten? Irgendwas scheint merkwürdig an müssen sein. Drago. Sieht es nicht aus wie ein Nuklear-Pokémon? Oh. Jeder Schritt erzeugt ein Erdbeben. Oder alle 2-3 Schritte. Alle 2,5 Schritte erzeugt ein Erdbeben. Warning. Red Levels Rising. Warning. Ah! Drago! Du musst deine Heizungsuit benutzen. Nimm das. Und... I'm gonna use my Pokémon to get the people in this arena to safety. Catch that thing or calm it down. Or something. Drago change in den Hazard-Suit. Oh Gott. Okay. Oh, ich bin nicht drauf vorbereitet, ohne Witz. Ich hab gedacht, ich bräuchte meine, Können wir eine Attacke wechseln? Welchen Typ hat der? Wenn er Bodentyp hat, kann ich ihn ja nicht paralysieren. Sekunde, das ist wichtig. Wie hieß der nochmal? Aktan war das, ne? Aktan ist Dark Steel. Wenn er das ist. Ich vergleiche gerade. Dark Steel. Steel-Typ geht weg für den Nukleartypen. Das heißt, er ist so gut wie gegen alles schwach. Er müsste aber paralysierbar sein. Back. Thunderbolt. Shadow Ball. Brick Break. Shockwave. Ich suche natürlich gerade nach etwas, um ihn zu paralysieren oder so. Endure Silver. Bla. Gib mir was. Gott, ey, diese scheißschwammige Ding hier von einem Xbox-Controller. Toxic, Heat, Helden, Sunny Town, Ice Beam, Hyper, Rain Dance, Solar Beam, Iron, Thunderbolt. Okay, ich hab nix. Fuck. Ich habe nichts, um den einzuschläfern oder so. Ich muss versuchen, ihn zu schwächen, ohne ihn zu töten. Ich bleib mit Nukleon vorne und versuche Sternschauer, okay? Ich speichere nochmal. Wir haben Nuklearbälle. Ich schätze mal, meine Idee ist es, Akte an. Okay, der sieht viel plumper aus im Pokédex-Eintrag. Level 80, willst du verarschen? Okay, ich vermute jetzt eine wichtige Sache, und zwar, dadurch, dass es ein geskriptes Event ist von einem... Oh, Attacke fällt. Ein geskriptes Event ist von einem legendären Pokémon. Werden wir höchstwahrscheinlich ihn leicht fangen können. Catchrate 3, 0,4% Schutz, okay. So viel dazu. Es gibt sogar ein Actane Core Waterfall. Es gibt eine normale Form, okay. Ich hätte nicht... Okay. Es gibt hier noch einmal eine normale Form, wie scheint. Oder er wird ein normales Form-Pokémon. Ich werde... Warte, ich muss gucken wegen Schwächen und Stärken. Nuklearform. Er ist doppelt resistent gegen Nuklearattacken. Wow. Kriegt nur ein Viertel Schaden. Vielleicht sollte ich aber wirklich Hyper Voice angreifen. Und gucken, was passiert. Er hat einen unglaublich hohen Angriffswert. Seine Spezialverteidigung ist auch ganz in Ordnung. Ich glaube, ich riskiere es einmal anzugreifen. Ich kann ihn notfalls noch laden. Mit Hyper Voice. Boah, ich bin sogar schneller als der. Ziemlich schnell? Geht eigentlich. Okay. Eisenverteidigung. Ich glaube, ich kann mir sogar einmal leisten mit, nur die Verteidigung steigt. Okay. Er hat eine, ja, für seine Werte normal hohe Verteidigung. Ich versuche mal einen Hyper Beam. Er sollte ja, Schaden machen. Sogar ein bisschen mehr als Hyper Voice. Genau, darauf. Angriff fällt, okay. Muss ich wieder Inferno. Ja, alles trifft daneben, okay. Ich würde sagen, ich opfer den einfach.
und versuche noch mal Hyper Beam, um ihn weiter runter zu schwächen. Wenn er sich nicht heilen kann, werfen wir als nächstes einen Ball, oder? Er trifft einfach gar nichts. Also das ist schon mal sehr gut. Er trifft wirklich gar nichts. Okay. Ich probiere jetzt Swift. Es sollte nicht zu viel Schaden machen. Er sollte dann gut geschwächt. Ja, okay. Sehr gut. Das ist scheißegal. Das ist egal. Stopp, 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 stopp. Egal. Jo, okay. Ich werde brennen. Na toll. Soll ich noch einen Swift versuchen? Ich bin eigentlich schon dafür. Ja! 2 oder 3 AP hat er nur noch. Okay. Nukleon lebt noch. Es könnte sehr gut möglich sein, dass wir ihn sogar jetzt fangen können mit dem Nuclear Ball. Er hat kaum noch AP. Mitmachen! 1, 2, 3. Wow. Okay, das ist schlimm. Wir brauchen eigentlich eine Betäubung oder sowas. Wir bräuchten eigentlich irgendwas. Ich brauche irgendwas, was ihn verteidigen kann. Er greift Spezial an, er greift mit Feuer an. Ich probiere mal Blubble Rock. Ich greife ja nicht an oder so. Ich darf ihn noch nicht vergiften. Oh, verdammt. Ich darf ihn noch nicht verbrennen. Oh Mann, das ist gerade so scheiße. Ich glaube, ich möchte ihn trotzdem ganz gerne einmal hier ein bisschen Verteidigung stärken. Weil ich kann ihn ja nicht weiter runterschwächen. Jetzt müssen die Bälle einfach funktionieren und Ende. Wisst ihr? Die Bälle müssen jetzt einfach funktionieren. Alle Bälle, die ich habe, müssen drauf und die müssen funktionieren. Das war's. Genau, Metal Cruncher benutzt der. Das ist nicht sehr effektiv, aber die Verteidigung fällt, okay. Das ist schlecht, dass die Verteidigung fällt. Probieren wir es nochmal. Noch ein Nuklearball. Boah, mit einem legendären Pokémon. Wir haben noch kein einziges legendäres Pokémon bekommen, nicht wahr? Auch für die Liga noch nicht. Klar, man könnte jetzt Galkit als ja, bringt nichts, mein Freund. Wir könnten jetzt theoretisch Galkit als legendäres Pokémon ansehen, aber nur weil es ihn einmal geht, ist er noch lange kein legendäres Pokémon. Er müsste eigentlich paralysiert werden. Das wäre das Beste. Weil die Paralyse sollte ja dafür sorgen, dass nochmal die Fangchancen steigen. Ich versuche mal einen Hyperball. Vielleicht steigen hier die Chancen. Eins. Nein, gar nicht. Oh Gott. Ich kann ihn nicht fangen ohne... Fuck, ey. Ich bräuchte das. Muss es einfach funktionieren. Man muss laden, wenn es halt nicht klappt. Okay, Nuklearbälle sind schon das Beste, was wir haben. Es geht nicht. Wow. Es geht einfach nicht. Egal. Scheiß drauf. Aber wenn wir irgendwie paralysieren oder einschläfern können. Wir haben gar nichts, ja. Wow, das ist böse. Warte mal, das ist kein Ligakampf, ne? Darf ich meine Items verwenden? Naja, ich benutze meine Bälle, also wahrscheinlich schon irgendwie. Okay, dann, Codeless. Silberwind wird auch nichts bringen. Ein paar Bälle habe ich ja noch. Ein paar Pokémon auch. Eins. Zwei. Drei. Ach, Mann. Fuck. Können wir nicht irgendwie Angst machen, dass er am Ball bleiben möchte oder so? Boah. Oh, die Frage ist natürlich auch, ob... Oh, warte, er hat eine Feuerattacke, ne? Codeless war vielleicht nicht unbedingt die beste. Ach, Mann. Bleibt doch einfach dein scheiß Ball drinne. Ja, hast du keine Nuklearattacken, die natürlich wieder vierfach Schwäche haben. Super effektiv. Ein paar habe ich ja noch.
Das Blöde ist, sobald ich hier mein Dings verwende. Iron Man, ich hab nicht. Ich kann nicht mal einspringen oder so. Sobald ich mein Achilles verwende, werden wir das Problem haben. Sobald mein Yatagaru rausgeht, haben wir ein Problem. Weil dann ist er tot. Bleib in deinem Ball. Mann, bleib doch da bitte drinne. Ja, wir müssen höchstwahrscheinlich laden und dann. Meine. Wow. Ich muss ja wechseln. Erstmal auf Achilles. Und dann belebe ich mal irgendwas wieder. Haben wir vielleicht einen Top-Beleber? Awakening? Ah ne, das ist auch weg. Wir sind schon einfach mal hier. Awakening, Max Revive, Lava, Hyper Potion. Warte mal. Wir haben keine Beleber mehr. Wir haben einfach keine Beleber. Haben wir keine Beeren, die wir benutzen können? Battle Items? Ich habe keine. Okay. Junge, Junge, Junge. Bleib in einem scheiß Ball drin. Du hast doch keine HP. Was hast du für eine fucking Fangchance? Der letzte Nuklearball. Höchstwahrscheinlich muss ich gleich nochmal ran. Oh, Junge. Gut, solange es sich nur bufft, ist ja in Ordnung. Ist aber nur noch über Bälle. Ich werde es gleich so machen, dass ich gleich einen Cut mache, wenn wir jetzt die Bälle alle verschwenden. Der Hyperball ist einfach zu schwach. Der Hyperball ist zu schwach. Boah, dieses fucking legendäre Pokémon, ne? Gibt's denn noch einmal? Ich habe gerade gar keine Lust, ihn zu fangen, weil wir gar keine Bälle haben. Ich bin gerade überlegen, ob wir einfach die Liga nochmal machen müssen. Und das war's. Wenn wir jetzt, wenn der Ball nicht funktioniert, ist er tot. Das sollte jedem klar sein, oder? Und das war's. Aktan ist besiegt. Los, schmeiß den Ball drauf. Oh Gott. Ein Grund, warum ich das gerade nicht vorlese, ist, weil wir das Ganze noch einmal sehen werden. Denn ich werde den Kampf von vorne beginnen. Ich hoffe, ich kann ihn fangen. Ich brauche halt irgendwas, um ihn zu betäuben oder so, dass er halt, ne? Wisst ihr was? Ich bin halt überlegen, ob ich die ganze scheiß Liga neu machen muss oder nicht. Das ist gerade echt schwierig für mich, glaubt mir. Wenn ich Liga neu mache, kann ich nämlich ganz wunderbar, wisst ihr was? Ich beende kurz das Spiel. Und ich versuche nochmal zu fangen. Wenn es nicht geht, dann besiegen wir ihn, wie man gesehen, er lebt ja noch. Und er kehrt jetzt zurück. Also ich nehme euch jetzt noch mit auf den letzten großen Kampf. Er ist bei vielleicht einem HP plus an Paralyse. Ich hatte es auch noch dabei gehabt. Und ich versuche gerade ihn zu fangen. Ich glaube aber, unsere Chancen sind fucking schlecht. Er will nämlich einfach nicht drinnen bleiben. Das ist einfach... Ja. Ne? Es will einfach nicht drinnen bleiben. Fern verbrennt jedes Mal meine Pokémon. Egal. Kann ich mit leben. Solange sein fucking Nuklearslash nicht benutzt, ist alles in Ordnung. Also ich kann ihn ja eh wieder hochheilen. Ich habe ihn jetzt wirklich versucht mit... Also ich hatte doch noch die TM dabei gehabt. Und habe dafür eine Attacke rausgenommen, die ich eh dabei habe. Bin ich kurz ein bisschen auf Risiko gegangen. Ah, stopp. Please. Warum? Der ist so unfucking fassbar stark einfach. Das ist gerade so widerlich. Ich will den haben. Der ist so... Alter,
Das Vieh ist ein Monster. Aber der ist so unfucking fassbar widerstandsfähig. Er ist paralysiert bei vielleicht einem einzigen letzten HP. Und der bleibt einfach nicht den Ball drinne. Und ich glaube tatsächlich, wir müssen den besiegen dann. Weil ich krieg den nicht in den Ball rein. Der letzte Nuklearball, der die höchste Chance bei den Nuklear-Pokémon haben müsste. Und der ist zu stark. Und der ist übrigens nicht Dark Nuklear, sondern er ist tatsächlich jetzt Nuklear Stahl. Ne, weil er ein legendäres Pokémon, ein legendäres Stahl-Pokémon ist, haben sie wahrscheinlich gesagt, komm, wir machen den ersten Typ auf Nuklear. Dann bleibt jetzt aber beim Stahl-Typ. Und durch diese Kombination erhält er die Möglichkeit, als einziges Pokémon vierfache Resistenz gegen Nuklearattacken zu haben. Und dann ist das direkt vierfach so unfucking fassbar stark. Der bleibt einfach nicht mit seinem Ball drin. Junge, muss ich dir jetzt einen Meisterball besorgen oder was? Es gibt keinen. Ich hab keinen. Und der macht Schaden, ey. So viel davon. Ja. Also ich werfe jetzt Bälle drauf, bis meine Bälle weg sind. Und sollte das nicht klappen, werden wir ihn in der nächsten Folge einfach in aller Ruhe töten. Wir haben ja gesehen, er wird geheilt. Ihn gibt es halt noch einmal in nicht-nuklearer Form. Vielleicht würden wir eben auch die nukleare Form... Vielleicht würde die auch verschwinden, wenn der gefangen ist. Ich weiß es ja nicht. Oh, mach mir doch keine Hoffnung, ein Spiel! Jetzt kommt wieder ein Nukleares gleich und hit mit einem Pokémon. Warum sind sie so stark? Ich brauche Stahl-Pokémon. Nee. Brauche ich nicht. Das letzte Pokémon. Mein Achilles. Ja. Noch drei Bälle. Also verbrennt kann er sich jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Das ist die gute Nachricht. Ja, die schlechte Nachricht ist, das sollte es denn jetzt auch gewesen sein. Okay, wir haben vielleicht auch noch eine Chance. Die letzten Hyperbälle. Die Chance, ihn zu fangen, ist aber auch echt extrem gering, ne? Oh, Junge. Ich kann nicht mehr gegen den machen. Es geht einfach nicht. Es ist Ende. Letzter Ball. Entweder wir sterben jetzt oder wir töten den. Aber den fange ich garantiert nicht. Es ist einfach... Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist. Es ist einfach nur... so dermaßen schwer. Ich kann nicht flüchten. Ja, ist auch versehen. Na gut, dann machen wir einen Dragonclaw. Und ich würde sagen, das war es dann mit Acton. Tut mir leid, Acton, ich hätte dich gern gefangen, aber... du bist die Sorte Pokémon, die ich einfach nicht fangen lassen möchte. Aber dich gibt es ja noch einmal, also von daher kriegen wir dich halt nicht im Nukleartyp. Gut. Aber wie es weitergeht... in der nächsten Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Däumchen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, mach's gut. Ciao.